In der Eifel war er mal sowas wie ein Star, der jede Menge Mist gebaut hat. Ich würde heute wahrscheinlich einiges anders machen, als ich damals gemacht habe. Rolf Weber ist der Bankräuber und der Rocksänger. Das war vor 20 Jahren. Richtige Eifel-Hymnen hat er mit seiner Band geschrieben. Ich glaube, der Rolf ist irgendwo wirklich crazy. Er nannte sich damals der Gelähmte. Und so nennt er sich noch heute. Aber die Jungs von der Band hat er sitzen lassen. Ich habe ihn in gewisser Form geliebt. Ne? Und ja, und dann kam dieser Moment, dieses, jetzt würde ich schon mal liebsten den Hals rumdrehen. Meine Hoffnung, mit in Zukunft mit Musik Geld zu verdienen, davon weiter zu leben, die war natürlich hin, von einem Tag auf den anderen. Den Traum von der Musikkarriere hat er ihnen genommen. Mein allergrößter Wunsch, wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, mit meiner Band noch einmal auf der Bühne zu stehen und zu rocken wie früher. Salome. Machst du mich an? Du Freistags. Mit seiner Frau Patty und den Kindern Salome und Hans lebt er im Eifeldorf Spangdahlem. Und träumt von den alten Zeiten. Von 1990 bis 1996 waren der Gelähmte und die Krankenschwestern zwischen Trier und Köln die größten. Schon um 21.30 Uhr mussten Hunderte an der Abendkasse wegen Überfüllung abgewiesen werden. Es ist nah, ich bin zu, hör nur noch Thrash Metal. Ihr Lied Mein Standlicht brennt ist bis heute ein Partyhit in der Eifel. Sie standen kurz vorm Durchbruch. Und dann bin ich mitten in der Saison, wir hatten noch 4, 5 Konzerte zu spielen, bin ich einfach abgehauen nach Mittelamerika und hab denen nichts gesagt. Das haben die mir nie verziehen. Seit 2010 ist er zurück. Adios, familia. Tschüss. Tschüss. Mucha suerte. Tschüss, Papa. Oh ja. Seine Frau Patty hat er aus Honduras mitgebracht. Tschüss. Mucha suerte. Ja, okay. Ciao. Ciao. Es hat 6 Jahre gedauert, bis er sich endlich getraut hat, seine Ex-Band zu kontaktieren. Scheiße. Das ist nicht normal. Heute kommt es zum ersten Wiedersehen mit den Musikern seit 20 Jahren. Und vor diesem Moment habe ich wirklich Manschetten. Freiwillig hat er sich damals nicht aus dem Staub gemacht. Rolf ist vor dem Knast geflohen, nach Costa Rica. Es ging um Drogen und er hatte einen Picasso verkauft, der gar keiner war. Ich war 14 Jahre lang weg, davon waren 7 gute Jahre, 7 schlechte Jahre. Ja, man muss sich engagieren. Rolf Weber schlägt sich mit 3-Band-Billard durch. Stell dir vor, ich hatte noch 4 Dollar und habe mir dann für 1 Dollar einen Tisch gemietet, für 1 Dollar eine Cola gekauft und habe dann 1 Dollar die Partie gespielt. Von morgens 10 bis nachts um 2. Da habe ich 10, 15 Dollar verdient und dann bin ich wieder heimgegangen und konnte mir was zu essen kaufen, meine Miete zahlen. Mit wenig Geld genießt er das Leben. Ich habe mich lebendig gefühlt. Ich habe richtig gelebt und was erlebt. Ja. Auch wie es ist, ohne Krankenversicherung zu überleben. Ich hatte 300 Nierenkoliken. Also Koliken sind, wenn man so hinfällt, sich nicht mehr bewegen kann, sich eine Flasche in die Niere drücken muss und dann stundenlang da liegt. Und wenn man es gar nicht mehr geht, sich ein Näschen Koks zieht, weil man die Schmerzen nicht mehr aushält, so Schmerzen hat. Jetzt will er sich seinen ehemaligen Bandkollegen stellen. Ich möchte erst einmal, dass wir wieder Freunde werden können. Dass wir die alte Geschichte bereinigen können und im günstigsten Falle was Neues auf die Beine stellen können.
Also ich wünsche mir so sehr, noch mal mit der Band auf der Bühne zu stehen. Also das wär's. In den letzten Jahren hat sich der 53-Jährige alleine durchgeschlagen. Mit mäßigem Erfolg. Jocki kennt er am längsten. Jocki. Der Schmaler. Ja, schön. Ist fit? Schön. Oh Mann. Boah. Ihr seid da. Ja, Also frei bist du aber schon jetzt. Oder nur Freigang? Ich bin frei, ich bin frei. Ja. Gehen wir einfach mal rein, oder? Oder? Ist die eine oder andere Rechnung ja noch offen, ne? Ich wollte euch fragen, ob wir noch mal zusammen auf einer Bühne stehen können. Wollt euch mal eure Meinung hören dazu, ob wir noch mal was zusammen machen können. Ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte erinnerst, aber da steht auch noch so ein bisschen was zwischen uns. Ich meine, zur einen Seite, ich habe mich tierisch gefreut, weil ich damals an der Sache ziemlich arg gehangen habe. Und die andere Seite ist die, ja, da sitzt so ein emotionaler Dorn, der sitzt ziemlich tief. Ich habe Plakate bestellt, eine große Stückzahl, war schon ein paar Tausend. Die haben wir dann erspielt gehabt. Die Gage, die hat der Rolf eingesackt. Okay. So, und von der Gage sollten die Plakate bezahlt werden. So, ich war der Auftraggeber. Okay. So, da kam die erste Mahnung, da kam die zweite Mahnung. Und die Plakate wurden nicht bezahlt. Und dann kam der Brief vom Anwalt. So, und dann war der Rolf weg. Okay. Ja, so, dann habe ich gesagt, super, Ast rein, klasse. Jetzt hängst du da mit dem Auftrag und kannst sehen, wie die Kohle rankommt. Zum Abschied war ein tolles Geschenk. Ich meine, damals standen wir auf einem hohen Sprungbrett. Na, wir hätten es vielleicht schaffen können, das musst du erst mal verdauen. Na, der Plattenvertrag, der große, der steht direkt vor der Haustür. Und so, wird damit erst mal fertig als relativ junger Mensch. Den ich ja damals gewesen bin. Ne? Und, als erstes erwarte ich erstmal grundsätzlich einfach eine Entschuldigung. Ne? Das ist mal das Allererste halt. Ne? Komm. Ja, 20er her. Naja, gut, ich finde jetzt eine Entschuldigung von seiner Seite dem Banke gegenüber gut, aber eigentlich sollte er sich bei uns allen entschuldigen. Ich entschuldige mich. Band, die muss ja ja. Stehen, ja. Ich entschuldige mich auch bei dir. Okay. Ich entschuldige mich auch beim Jocki. Ja, ich muss halt gucken, wie ich zu der Sache stehe. Ich muss darüber schlafen, ich kann es nicht sagen. Ich muss das erstmal mit meinen Gefühlen klar kriegen. Also ich kann dem nicht böse sein, ne? Was keiner versteht. Ne? Ich weiß, der ist so als Mensch. Der hat damals mit 14 Jahren schon in einer Diskothek in Speicher von seinen Eltern hinterm Tresen gestanden und hat da Discjockey gemacht. Das war, der ist so aufgewachsen. Die Stadt Speicher. 3000 Seelen. Die luxemburgische Grenze ist nahe und zwei US-Fliegerhorste sind nur einen Katzensprung entfernt. In dem Eckhaus gründete Rolfs Mutter eine Diskothek. 1969. Der Laden lief zunächst wie geschmiert. Die besten Kunden waren amerikanische Soldaten. Hier bin ich nicht nur aufgewachsen, hier bin ich auch geboren. Also mein Opa hat mir 1964 hier die Nabelschnur mit der Schneiderschere durchgeschnitten. Ja, hier bin ich geboren und hier bin ich aufgewachsen. In einer Halbwelt im Club 69. Aber haben wir hier einen Umbau gemacht und wurden dann nachher gemobbt. Die wollten uns raushaben. Wir sind ja hier 150 Meter von der Kirche weg, mitten im Ort. Die wollten uns hier weghaben. Das hat man auch gemerkt. Wir haben uns da schon Steine entwickelt. Deswegen ist alles so gekommen, wie es gekommen ist in meinem Werdegang. Das war der Grund. Wir gehen mit Rolf Weber zurück zu den Orten, die sein Leben geprägt haben. Die Volksbank. Aus Ärger über die Schließung der Diskothek überfällt er in seinem Heimatort die Bank. Und in dem Moment habe ich dann den Fuß in die Tür gestellt und habe gesagt, das ist ein Überfall, ich kriege jetzt das Geld. Es war mir nicht nur glasklar, dass alle wissen, dass ich war, sondern ich wollte, dass jeder weiß, dass ich das war.
Das heißt also, es war ja, sonst hätte ich ja eine Maske angezogen, hätte mir irgendwie eine Strumpfhose oder eine Skimaske angezogen. Nein, nein, ich wollte grundsätzlich klipp und klar sagen, ich, der gelähmte Rolf Weber, überfalle jetzt die Bank. Der Kollege hat ihn gekannt. Und wenn da jemand reinkommt und einen bedroht, dann sagt man erstmal, ey, mach da keinen Mist, lass das sein, bringt doch nichts für die paar tausend Mark. Rolf Weber ist damals gerade 20 Jahre alt. Er sagte, dann mach doch keinen Quatsch. Ich sagte, doch, doch, das ist ganz ernst. Und ich sagte jetzt ganz ehrlich, entweder wartest du 3 Minuten oder ich hau dir die Pistole über den Kopf. Das war so eine kleine Gaspistole. Und dann sagte er, nee, ich warte lieber 3 Minuten. Und dann habe ich dann das Geld gegriffen, was da war. Ich glaube, es waren 8.900 Mark und 100-Dollar-Schein. Ich bin aus der Bank raus und bin zu meinem Auto gelaufen, bin dann ein Stück weitergefahren und habe mir dann ein Taxi gerufen. Er flieht mit dem Taxi bis nach Barcelona. Das kostet 1.600 Mark. Aber Rolf hat ja gerade Beute gemacht. Und dann war Rolf Weber nicht mehr der Gelähmte, der eine Band hatte, sondern es war einfach ein Bankräuber. Ein ganz normaler Krimineller. Rolfs Barcelona-Ausflug endet in der JVA Zweibrücken. Er wird geschnappt und überführt. 3 Jahre Jugendstrafe. Natürlich jetzt, mit 30 Jahren Abstand, hier hinzukommen, trifft mich mehr wie damals, als ich hier reinkam. Weil es ist natürlich, man muss sich mit dem arrangieren, was das Leben einem vorsetzt. Ich meine, es wird immer gesagt, das Leben ist schön, aber niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Im Knast hat er jede Menge Zeit, über seine Tat nachzudenken, über seinen skurrilen Bankraub, den er aus Wut über die Behörden begangen hat, die seiner Mutter das Überleben schwer gemacht hatten. Ja, ich gebe zu, es war falsch, was ich gemacht habe. Ich habe auch zu Recht im Gefängnis gesessen. Aber es musste sein. Seine damalige Freundin trennt sich von ihm. Er kann seinem Bruder nicht beistehen, als dessen Sohn stirbt. Das Leben zieht an ihm vorbei. Natürlich, wenn ich jetzt objektiv da rangehe und sage, du hast die Bank überfallen und danach war dein Leben erstmal am Arsch, dann ist das auch eine Wahrheit. Ist doch klar. Ich weiß genau, ich konnte irgendwo hingehen und dann waren sie am Tuscheln. Das ist der Bankräuber. Das ist der Bankräuber. Das ist der Kriminelle. Im Gefängnis macht er eine Lehre zum Elektriker. Und er schreibt Songtexte, mit denen er später großen Erfolg haben sollte. Knapp 30 Jahre später steht Rolf Weber am Rhein bei Lahnstein. Hier wohnt Keyboarder Buggy. Bei der Aussprache hat er die größten Vorbehalte gegen das Comeback der Band. Rolf will wissen, wie Buggy sich entschieden hat. Ob die Band wieder zusammenkommt oder nicht. Was machst du denn hier? Ja. Kann ich reinkommen trotzdem? Ich glaube, ich freue mich, dich zu sehen. Die anderen haben signalisiert, dass sie es mit Rolf noch einmal probieren wollen. Alles hängt jetzt an Buggy. Rolf, was ich ja dazu sagen kann, ich meine, mir kribbelt es in den Fingern. Ne? Also es ist halt so, ich habe schon durchaus Sehnsucht, mit euch auf der Bühne zu stehen. Ich denke, so nach der Aussprache bin ich mit der persönlichen Sache, denke ich, durchaus jetzt im Reinen. Na, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir musikalisch auf den Punkt kommen. Müssen wir halt natürlich mal probieren, ob das Bauchgefühl da ist. Und das prüfen sie gleich an Ort und Stelle. Ich hab keine Marmelade, denn für dich ist sie zu schade. Das Leben ist so fade, ohne Marmelade. Ich hab keine Marmelade, drum sing ich eine Ballade. Das Leben ist so schade, schade ohne
gut. Sie wollen es noch einmal zusammen versuchen. Wir können es auch noch. Prümzurlei. Hier lebt Gitarrist Jocki. Wie die anderen in der Band hat es der gelernte Restaurateur im bürgerlichen Leben weit gebracht. Er stellt Steinfurniere her. Seine Kunden sitzen in Kanada, Dubai und Australien. Ja, die ersten Jahre waren natürlich hart. Mittlerweile ernähren wir 5 Familien davon. Ne? Dauernd, mit allem drum und dran, wir selber auch. Und funktioniert. Ne? Jetzt ist die Musik für ihn aber wieder wichtiger geworden. Er hat zufällig alte CDs vom Gelähmten und den Krankenschwestern aufgestöbert. So, Haushaltsauflösung waren seit 24 Jahren irgendwo im Keller verbunkert. Durch einen Bekannten, der hat mir von der Flohmarkthalle erzählt. Also ich dachte, klar, bring die sofort, ich kaufe die sofort. Habe ich die 18 Stück gekauft und dann kam er zurück abends und sagt, der hat noch 1200. Jocki kauft alle CDs. Die Band will noch einmal auf die Bühne. Beim Konzert könnte er die CDs vielleicht an den Mann bringen. In 3 Monaten soll es soweit sein. In 20 Kilometern Entfernung liegt Spangdahlem. Der Ort wird von der US Airbase dominiert. Anders als seine Kumpels lebt er sehr einfach. Neben einem Autofriedhof. Man arbeitet ja auf den Punkt hin, irgendwann von seinem Beruf leben zu können. Das klappt aber nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen bekomme ich noch Unterstützung vom Jobcenter. Und jedes halbes Jahr wird geprüft, ob ich die Selbstständigkeit weiterführe oder ob ich mich dann wie normal dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen muss. Rolf singt manchmal bei Feiern die alten Hits, ohne die Band. Rolf Weber ist der PR-Berater von Glam. Das heißt also, ich arbeite für mich selber. Ich berate mich in allem. Ein normaler 8-Stunden-Job ist nichts für ihn. Ja, ich weiß noch. Ich hab meiner Frau zum Hochzeitstag 4 Liter Milch geschenkt. Ja, also an der Hochzeit. 4 Liter Milch. Das war alles verschwert. Ich hatte noch 2 Euro und die Milch war gerade günstig. Ja. 3 Stück. Setz dich hin. Drüber. Also die meisten Leute sagen, wie kann man nur in so einer Hütte leben? Ich fühle mich in dieser Hütte aber wohl. Ich habe auch nicht vor, die Hütte so zu lassen. Nur, um meinem Namen auch Tribut zu zollen, als Gelähmter, brauche ich halt eben länger. Ich denke mal, in 30, 40 Jahren sieht die Hütte top aus. Oder sie ist zusammengefallen. Wer weiß das schon. Rolf auf dem Weg zu seiner Mutter Marlies. Seit der Schließung ihrer Diskothek hat sie nicht viel Glück gehabt. Beruflich und gesundheitlich ging's bergab. Hallo Mama. Hallo Rolf. Na? Hallo. Na, schön, dass du mich besuchst. Oh, mir geht's dir gut. Ja. Hast mir was mitgebracht. Dein Tabak. Schön. Aber musst du stopfen, ne? Ja. Ich hab ja gut Zeit. Mama, was brauchst du denn so heute? Bisschen Wurst, bisschen Käse und ein Brot. Ein Brot. Mehr brauch ich heute nicht. Ich mach dir die an. So. Lass sie dir gut schmecken. Ja, ist ein Arsch und Becher. Ja. Man kann es ja noch gehen im Moment, oder eher nicht? Bitte. 75 Jahre ist sie alt. Vor 40 Jahren war sie die Grande Dame des Nachtlebens. High Life in Speicher. So hat sie die amerikanischen Soldaten bespaßt. Und das war so schön alles. Hat Geld locker gesessen. Der Dollar war 4,20. So habe ich angefangen. Und 1979, wie ich umgebaut hatte, da war zwar doppelt so viel Betrieb, aber auf einmal war der Dollar gefallen. Und da war nur die Hälfte Geld da. Und dann ging es schnell. Auflagen, alles kam beieinander. Und dann kam nachher unglücklich ein Bankraub.
Aber ich habe immer zu meinem Sohn gehalten. Und dann habe ich immer gedacht, er wird wieder so, wie er war. Seid ihr fertig? Ein Gewerbegebiet in Koblenz. Der Gelähmte und die Krankenschwestern versuchen es zum ersten Mal wieder gemeinsam. Und haben sichtlich Spaß. So, ich wäre soweit. Okay, versuchen wir es mal. Sex at the Floor, einer ihrer Eifel-Hits. Aber nach 20 Jahren haben sie manche ihrer eigenen Lieder vergessen. Wir haben ja hier mal alle Titel aufgeschrieben und das Problem ist, Buggy sagt, um die Sounds einzuprogrammieren und so weiter, bräuchte ich so schnell wie möglich die komplette Ablaufliste. Ich auch, ne? Ja. Du auch. Ja, okay. Die Probe zeigt, die Chemie zwischen den Musikern könnte wieder ins Lot kommen. Jetzt wollen sie zurück auf die Bühne. Unser Spirit, Anarchie. Vielleicht Anarchie. Vielleicht. Das können wir zurückholen, glaube ich schon. Glaube ich schon. Anders, weil... Genau. Älter. Allerdings brauchen sie dafür Sponsoren. Mit den Eintrittskarten alleine können sie es nicht finanzieren. Rolf geht Klinkenputzen in der Geschäftswelt. In der Eifel erinnern sich noch viele an die Band und an Rolfs Geschichten. Wollte ich noch mal dabei haben. Klar, was hältst du davon? Kennen Sie uns doch. Okay, bis dann. Rolf, da sind wir dabei. Ciao. Ciao. Ich kenne den Rolf, seit er von seiner abenteuerlichen Reise zurückgekehrt ist, hab von seiner Geschichte gehört und sag mir einfach, jeder Mensch hat irgendwo eine zweite Chance verdient, ja? In Bitburg hat er noch viele alte Fans. In seiner Zeit habe ich das von den Anfängen miterlebt. Die Band, die Geschichte und dann, was dann alles so gefolgt ist. Ist man quasi so von Anfang an dabei. Alle Sponsoren kommen auf das Konzertplakat. Bei den meisten Geschäftsleuten hat er Glück. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dann habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gedacht, ja, was will der Spinner von mir? Und dann kam mein Bruder hier in den Laden, der Pavo, und da habe ich dem das sofort erzählt. Ich sage, stell dir mal vor, hier war einer bei mir im Laden, irgendwas von Gelähmten und Krankenschwestern. Und dann hat er mich angelacht und hat gesagt, Schwester, mach das, den kenne ich. Und dem seine Musik mag ich auch gern. Und selbst die Volksbank, die er vor 30 Jahren überfallen hat, unterstützte den ehemaligen Bankräuber in seiner Musikerkarriere. Wir haben ihm unser Forum geboten in der Bank. Wir haben die CD mitproduziert, wir haben sie auch verschenkt, haben welche gekauft. Einfach gesagt, okay, lass uns da helfen. Na. Das Konzert rückt näher. Rolf holt sich Unterstützung. Das kommt aus dem Bauch raus. Er war schon immer eher Entertainer als Sänger. Junge, 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 Junge. Jung. Oh, siehst du? Langsam. Ja. Ruhig. Besinn dich nochmal. Okay. Junge. Junge, 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 Junge. Und jetzt machst du es einfach nach. Junge. Genau. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Ja, wird immer runder, wird immer besser. Sieh das Jo, das O mehr nach oben. Dann nimm deinen Bauch mit. Junge. Junge. Es ist soweit. 6 Monate nach der Aussprache geht heute das Konzert über die Bühne. Die Band hat sich wiedergefunden. Also ich freue mich, wird mit Sicherheit sehr spaßig. Ich freue mich richtig. Ich denke mal, Fehler spielen ist für mich egal, das zählt nicht. Ne? Zählen tut jetzt... kriegst du die Sache halt mit Spaß und mit Routine kriegst du die rübergebracht. Muss das ja. Eine oder andere. Die eine oder andere Überraschung wird dabei sein. Ja. Auch für uns. Ja, definitiv.
Rolfs Mutter lässt sich die Gelegenheit nicht nehmen, ihren Sohn auf der Bühne zu sehen. Meine Mutter ist auch da. Es wird wahrscheinlich eines der letzten oder das letzte Konzert sein, was sie sieht, und bedeutet mir sehr viel. 700 Menschen passen in die Halle. Die Fans trudeln ein, alte und neue. Ja, als ich gehört habe, dass der Gelähmte und die kranken Schwestern wieder in der Bestbesetzung spielen, habe ich natürlich gedacht, okay, da muss er was einfallen lassen, und die T-Shirts auf das Lied hin, war für mich das, warum ich gesagt habe, lass das machen. Ja. Ich habe halt eher einen Kollegenkreis auch Richtung 30, 35 teilweise, und die übertragen das dann so auf einen. Und ja, dann hört man mal rein und denkt, ist ja ganz lustig, fahren wir doch mal mit. Die Eifel vergisst ihre Helden nicht. Das Konzert ist fast ausverkauft. Hinter der Bühne warten die alten Jungs auf ihren Auftritt. Ich komm raus, Liebub. Jetzt kommt der Schnee. Du heißt Taube, du könntest uns die Gitarren. Der Landrat schaut vorbei, Joachim Streit. Wolfi, du bist da. Du bist ja die ganze Zeit da. Hast du dich verstopft? Der Landrat kennt Rolfs Weg. Vom Bankräuber zu Musiker, von Mittelamerika zurück in die Eifel. Was soll das Gerede von Resozialisation, wenn man den Menschen, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben, nicht eine Chance gibt? Und als Rolf aus Mittelamerika zurückkam, fragte er mich, kannst du mich unterstützen? Und wir sprechen beide hier Moselfränkisch, also Dialekt. Und ich sagte zu Rolf, gehst du dann an der Spur? Wirst du in der Spur bleiben? Und er sagte, ja, ich bleibe in der Spur, ich werde mein Leben ändern. Und das ist doch eine Aussage. Wir heizen euch jetzt ein! Matti, Martin, Buggy, Jocki, die kranken Schwestern, ein Applaus! Der Gelähmte und die kranken Schwestern nehmen ihr Publikum mit. Auf eine Zeitreise und zu einer großen Party. Sex at the floor, that's what I like and I want you for more. Sex at the floor, sex at the floor. Nochmal! Nee, ich war nicht wie früher, aber es hat sich wie früher angefühlt. Die Schlacht ist geschlagen. 6 Monate Arbeit, komprimiert in 2 Stunden. Und ich kann nur eins sagen, ich bin wunschlos glücklich. Ich habe das erlebt, was ich erleben wollte. Es tut mir leid. Und mein Standlicht brennt. Zum Schluss wollen die Fans der Band ganz nah sein. Verbrüderung bei der Zugabe. Ich bin immer noch voll, wenn ich erwach. Ich stehe im Wald, allein hier rum. Ich so fand Fass. Jetzt bin ich dumm. Es tut mir leid. Ich bin reit. Und mein Standlicht brennt. Mein Standlicht brennt. Tag und Nacht. Ich bin immer noch voll. Rolf Webers großer Traum ist wahr geworden. Weil die Jungs in der Band über ihren Schatten gesprungen sind und ihm verzeihen konnten. Aus Freundschaft. Seine Frau freut sich mit ihm. Und wer weiß, vielleicht war das nicht das letzte Konzert.